Guten Tag. Hallo Kinder. Wie geht es euch? Ich bin der Opa Ingo. Und das ist mein Freund, der Opi. Ihr kennt ihn schon. Er schickt euch viele Küsse. Ich werde euch heute eine Geschichte erzählen. Hier habe ich das Märchenbuch. Und jetzt werde ich euch die Geschichte erzählen. Es war einmal eine Familie. Der Vater, die Mutter, die Schwester, der Bruder, der Opa und die Oma. Bruder und Schwester spielen gern zusammen, aber manchmal streiten sie. Streiten ist nicht schön. Heute ist Laternenumzug und Schwester und Bruder streiten. Sie streiten um die Laternen. Hey, sagt der Bruder, deine Laterne ist doch alt. Ist das die Laterne von Oma? Schwester ärgert sich. Es stimmt, das ist nicht eine neue Laterne. Aber sie ist doch so schön. Nein, sagt die Schwester. Die Laterne habe ich letztes Jahr gebastelt. Sie ist nicht neu, aber sie ist so schön. Das ist meine Bienenlaterne. Deine komische Laterne sieht doch furchtbar aus. Sie hat nur einen Mond, eine Sonne und ein paar Sterne. Aber sie ist neu, sagt der Bruder stolz. Na und? Sie ist trotzdem furchtbar, sagt die Schwester. Deine ist doch furchtbar. Wer geht mit einer alten Laterne zum Laternenumzug? Die Kinder streiten eine ganze Weile, bis auf einmal Bruders Laterne auf die Straße fällt, direkt vor einem Auto. Bremsen kreischen auf, doch zu spät. Mit einem lauten Tschrrrri-Pick-Pock-Zack zerplatzt die Laterne in vielen kleinen Fetzen. Meine Laterne, weint der Bruder, jetzt habe ich keine Laterne mehr. Er greift nach Schwesters alten Laterne. Doch die Schwester ist schneller und saust davon. Traurig sammelt der Bruder die Reste seiner Laterne ein. Jetzt hat er keine Laterne. Alle Kinder haben Laternen außer ihm. Heute ist doch Martinstag. So dumm, denkt er und starrt auf die Fetzen seiner Laterne. Das ist nicht früher daran gedacht habe. Dann macht er sich auf den Heimweg. Plötzlich taucht ein Schatten neben ihm auf. Der Schatten sieht wie eine Biene aus. Wir können uns doch die Laterne teilen, hört der Bruder die Schwester sagen. Teilen? Fragt der Bruder unsicher. Warum? Weil du doch nun keine Laterne mehr hast, stammelte die Schwester. Der Martin hat damals seinen Mantel auch geteilt. Das stimmt. Der Bruder zögert. Einverstanden, sagt er. Und muss auch einmal auch stottern. Super, ruft die Schwester. Jetzt müssen wir uns aber beeilen. Sonst beginnt der Laternenzug ohne uns. Und schnell laufen die beiden
mit ihren alten Laternen zum Marktplatz. Oh, und Mima Maus, die Geschichte ist aus. Auf Wiedersehen, Kinder.